chilling with my squad, thinking about the squad. You know we got this thing on lock. I've been grinding. Nobody nothing know, we all up in a trap. Nobody nothing know, we let them things. Nobody nothing know that we busy doing scams. AC. Einem weiteren Video von mir, und zwar habe ich für euch wieder einen Look, den ihr euch über Snapchat gewünscht habt. Also wenn ihr mir noch nicht folgt, dann tut das, weil ich dort manchmal halt so kleinere Tutorials mache oder Bilder halt poste und euch dann halt frage, ob ihr dazu ein Tutorial haben wollt, und zu dem Look wolltet ihr ein. Deswegen habe ich den direkt für euch nachgeschminkt. Der ist eigentlich super einfach. An den Augen habe ich wirklich nur einen Liner, Wimpern geklebt, fertig. Und auf den Lippen wirklich nur dieser Lippenstift. Und ansonsten den größten Teil nimmt an Zeit die Foundation und Highlight-Routine. Ansonsten war's das. Also, wenn euch solche Videos gefallen, dann lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da. Abonniert unten meinen Kanal. Und ja, bevor ich jetzt einfach zu viel quatsche, würde ich sagen, beginnen wir mit diesem Make-up-Tutorial, der mega, mega, mega einfach war. Bis dann! So, ich beginne mit meinem P2 Eyeliner in Schwarz. Und ich zeichne erstmal so eine eher dünnere Linie, die ich sehr gerne immer ganz weit nach außen führe. Das müsst ihr jetzt nicht machen, aber ich mag das so. Und als nächstes nehme ich meinen Kajal. Der ist klar für die untere Wasserlinie. Diese Wimpern sind vom Primark für 3,50 Euro. Da habe ich mir gleich zwei Stück geholt, weil sie so super, super günstig waren und auch gut aussehen. Und die kommen mit einem Kleber. Das ist auch richtig gut. Den habe ich auch da benutzt. So, jetzt geht's weiter mit meiner Urban Decay Primer Potion, wie immer. Heute mal benutze ich meinen MAC Liquid Foundation, die Nummer 8 habe ich da. Und verblende das dann mit einem richtigen Buffing Pinsel. Diesmal nutze ich wieder mein Mineral Bare Skin Concealer. Die ganzen Farben und alles werde ich nochmal unten angeben, also bitte darauf achten, die Produkte stehen unten. Ich verblende das Ganze diesmal mit einem Pinsel, aber das war nicht so gut, ist mir aufgefallen. Deswegen habe ich dann nochmal einen Beauty Blender verwendet und bin damit nochmal durchgegangen, damit das irgendwie besser wird, und wurde auch dann besser. So, jetzt kommt mein Contouring. Ich nutze wie immer meine Revolution Palette. Konturiere all diese Stellen, die eher nach hinten fallen sollen, also wo das Licht nicht drauf fallen soll. Konturiere auch mit einem kleineren Pinsel nochmal meine Nase, also verblende das damit. Dann mein Lieblings Sasha Buttercup Setting Puder. Sette damit die hellen Stellen. Diesmal verwende ich auch auf so einem Beauty Blender, der ist auch trocken. Und sette damit halt die Stellen. Ab jetzt werde ich das irgendwie immer so machen, weil das hat mir sehr gut gefallen. Jetzt konturiere ich nach oder sette die dunklen Stellen mit meinem Contour-Kit von Sleek. Und nun nutze ich einfach nur so einen Pinsel ohne Produkt und wische das ganze Puder weg. So gut wie es geht. Da muss man echt so ein bisschen wischen, wischen. So, jetzt kommt nochmal mein Eyeliner zum Einsatz, weil das ja eher so ein Cat-Eye-Look ist. Wie ihr seht, verlängere ich einfach nur den oberen Liner. Und dann verlängere ich das Ganze nochmal von unten. Deswegen brauchte ich halt auch diesen dunklen Kajal. Genau, so verlängere ich das und ja. So, jetzt nochmal ein paar Wimperntusche. Bisschen Wimperntusche. Könnt ihr irgendeinen nutzen, das ist vollkommen egal. Jetzt mein Lieblingshighlighter von Artist Couture. Guckt euch an, was für ein Glow. Oh mein Gott. Guckt euch das an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ich liebe Highlighter. Ich liebe Highlighter. Ich liebe Highlighter. Genau, damit highlighte ich alle Punkte, wo ich highlighten möchte. Das sind eigentlich immer dieselben Punkte, wo ich highlighte. Jetzt kommt mein MAC Blush in Fever. Das mache ich meistens unter dem Highlighter. Wirklich so direkt darunter, wie ihr sehen könnt.
Jetzt mein Lippenstift von LA Girl ist der in schwarz. Die Farbe werde ich auch nochmal unten angeben, wie die heißt. So, jetzt kommt natürlich noch mein Fixing Spray, wie immer, das muss sein, anders geht's nicht. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon mit meinem Look. So Leute, das hier ist der fertige Look. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen hoch, abonniert unten meinen Kanal für noch mehr Videos. Und ja, ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare runterschreiben, was ihr als nächstes sehen wollt, was ich so drehen soll. Und wir sehen uns dann einfach in meinem nächsten Video. Bye!